Ja, nochmal herzlich willkommen, Vanessa. Ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ist ja schon eine ganze Zeit her, wo ich das letzte Interview gemacht hatte. Hattest du eigentlich dazwischen noch Interviews? Nein, keine mehr. Okay, ja, dann schauen wir mal, was wir alles so für Fragen haben und wie die Antworten ausschauen. Das ist ja auch immer wieder spannend, weil es gibt ja keine Standardantwort. Nein. Ja. Viele reden von dieser sogenannten geistigen Welt. Da würde mich mal interessieren, ob das für dich noch eine Bedeutung hat, wie du das erklären würdest. Geistigen Welt. Ja. Ja, den Unterschied, ne? Geistigen Welt, das ist so herausgehoben. Mhm. Also, ja. Also die Frage ist so wie, als wenn es was außerhalb des Seins ist oder außerhalb der Einheit, ist es nicht. Das erscheint ja auch nur in dem. Ja. Hat die für dich noch Realität? Weil viele sprechen dann so von, was die da oben sagen. Ist das für dich noch in irgendeiner Weise? Das war die Frage. Ja. Osho hat mal gesagt, alle, die da oben noch was sagen, ja, die können nicht erwacht sein. Das hat er schon gesagt. Okay. Ja? Okay. Also, okay. Aber ja. Also für mich ist das Blabla. Kann ich gut verstehen. Ja, ja. Ja, das ist schön, weil da sind wir sehr schnell fertig mit so einer Frage, gell? Ja. Die zweite Frage ist so was Ähnliches. Spielt Karma eine Rolle für dich? Die spielt immer eine große Rolle für mich. Mhm. Ja, das geht nicht mehr. Das ist unmöglich. Weil es das Gleiche wieder, ja? Mhm. Das gehört mit zum Spiel. Das sind Vorstellungen, Erscheinungen. Ja? Aber letztendlich, es ist alles das eine. Da ist nichts getrennt. Und Karma, das ist... Ja. Also ich habe mal sehr daran geglaubt. Und das ist das, der Witz ist, wenn man an sowas glaubt, dann bringt das Leben auch im Spiel solche Sachen mit sich. Ja? Das heißt, mir ist ein Mann begegnet und ich habe gedacht, er ist mir im früheren Leben begegnet. Und es ist, da war überall sowas Reales mit drin, dass ich dem auch geglaubt habe. Weil er dann unaufgefordert zu mir sagte, als ich ihn zum ersten Mal begegnete, also diesmal tue ich dir nichts. Ja. Sehr freundlich. Und, freundlich. Ja. Aber wie gesagt, also jetzt sehe ich einfach, das ist praktisch, wie sagst du, geistig, also vom Verstand, das ist ja auch nicht getrennt, das läuft ja alles eins ins andere über, das ganze Spiel. Ich kann es nicht mehr trennen. Mhm. Karma. Also ist Karma auch sozusagen auch in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Fällt weg. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Das ist so schön, das ist so befreiend. Das ist so befreiend, mhm. Ja. Mhm. Viele sprechen ja auch so von den Stufen zur Erleuchtung, dass es da gewisse Stufen gibt. Manche sprechen. Ich glaube, da ist ein großes Missverständnis. Ja. Weil, schau, schon als Kind ist hier was passiert wie eine Todesnaherfahrung. Und es wurde einfach gesehen, dass ich nicht der Körper bin. Mhm.
Aber wie gesagt, Stufen, was will? Wer soll diese Stufen gehen? Da ist niemand. Weißt du, da ist auch wieder die Geschichte. Das sieht aus wie ein Prozess, aber was sieht nicht aus in diesem schwierigen Prozess? Ja, auch dieses geboren werden und wachsen, das ist ja auch wie ein Prozess. Aber ansonsten, was mir aufgefallen ist, so, dass kurz nach dem Erwachen hier wie ein Kind alles zusammengefallen war. Und es war nur Staunen und auch dieses dieses staunende Klarheit, sag ich mal. Ja. Und kaum das Satsang stattfand, aber ich habe das nicht gemacht, das passierte einfach. Da begegnete mir wieder das, was weggefallen war. Ja? Und ich muss sagen, dieser Verstand steigt ja auch wieder auf. Und genau wie viele andere, ich habe auch angenommen, der ist weg. Wenn er an seinem Platz ist, wie jetzt zum Beispiel, dass er einfach das mitteilt, was aufsteigt, okay. Wenn er am Herrschen ist, wie gestern, heute Morgen zusammenfassen und dann, das passiert hier auch. Nur es wird schneller gesehen und wird drüber gelächelt. Oder es ist noch schöner, es wird umarmt. Ja. Es darf da sein und in diesem es darf da sein, löst es sich auf. Ja. Also, das ist wirklich Pablapap, genau, ich habe schon mal gemacht. Ja, dieses, dass der Verstand absolut still sein muss, soll und so weiter, das ist so ein Quatsch, weil hier einfach mal wieder gesehen wird, der Verstand, das ist Stille in Bewegung, ja. Aber es kann nicht die Stille im Verstand gesehen werden, das ist unmöglich. Mhm. Weil das ist seine Natur. Wenn ich das richtig entnehme, würdest du dann praktisch auch sagen, es gibt keine Stufen zur Erleuchtung. Man muss keine Schritte gehen. Das sind keine Stufen, sondern das ist sowas wie, das kann man gar nicht beschreiben. In Indien wird zum Beispiel das, wenn man einen Einblick bekommt, Satori genannt. Manche glauben dann schon, es sei Erwachen. Und vielleicht entstand dadurch dieses Stufe, ja? Möglich. Dann ist mir auch aufgefallen, wird behauptet, da hat Erwachen stattgefunden und ich gucke und horche. Und da ist eben noch, ich sag's wirklich noch, ja, noch diese Überzeugung unterschwellig drin, dass da jemand ist, der eine Wahl hat. Und da ist ein Einblick passiert, ja, aber nicht, das ist noch nicht rund. Weil rund ist für mich in dem Moment, wo alles in Liebe gefallen ist, war das eine. Und als gesehen wurde, da ist niemand. Ich weiß gar nichts. Das ist rund. Es ja, ist wie die männliche und die weibliche Seite, die dann zusammenkommen. Aber ich kann das nicht Prozess nennen in dem Sinne. Doch, Stufe, ne? Genau, Stufen. Ja. Vielleicht eher ein Prozess, also aber auf was das Leben hier anbelangt. Denn der Witz ist ja, unbewusst sind wir da schon ja alle. Es ist ja nun oft nicht bewusst.
Da ist ja Träumen. Und Aufwachen heißt ja sehen, dass es ein Traum ist. Und für manche halt ein Albtraum. Ne? Wenn man den Traum glaubt, ja. Ja, klar. Mhm. Da, wo Tiefschlaf ist. Ne? Mhm. Tiefschlaf sind diese Überzeugungen, ne? Ich kann machen und ja, und du bist schuld und was. Das geht dann in den Albtraum hinein. Ne? Aber es ist ein Traum. Und es ist so wunderschön, wenn das gesehen wird. Ja? Was bezeichnest du da genau als wunderschön, wenn es gesehen wird? Also in welche Qualität würdest du das einordnen? Eben dieses Wunder. Hier steht es, also dieser Verstand, der sonst alles beurteilt hat, ja, der steht da und staunt wieder wie ein Kind. Und für den Verstand ist das ein Wunder. Also das ist jetzt deutlicher ausgesprochen. Ja, ja. Es ist nur Wunder immer wieder. Mhm. Und auch Dankbarkeit, die dann aufsteigt. Ich kann nicht mehr irgendjemandem dankbar sein, sondern da ist einfach, wenn etwas geschieht, was so, oh, dann steigt hier Dankbarkeit auf. Ja, finde ich gut. Weißt du, das ist ein Wunder, mir kommt das gerade hoch. Ich gehe einen Weg entlang und ganz plötzlich ist ein Verliebtsein in diesen Weg. Und der Weg, was bin ich, was ist der Weg? Ja? Und da ist Staunen und da steigt dann ein Lachen und Dankbarkeit auf. Ja? Und wie auch immer, ja? Ja. Das ist ja nicht immer da. Das wechselt ja auch. Genau, ne? Genau. Ja. Mal kommt es, dann geht es, ne? Dann kommt ja was anderes. Alles, was erscheint, ist ja der Geliebte. Und alles ist viel. Bitte? Und alles ist viel. Ja. Und letztendlich wird gesehen, dass es keine Trennung gibt zwischen dem Geliebten, also zwischen dem, was da erscheint. Ja? Hat für dich das Aufsteigen der Kundalini-Kraft etwas mit Erwachen zu tun? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Weißt du, wenn ich dazu auch eine kleine Geschichte erzählen darf? Ja, ich habe in einem also eine Ausbildung, also einem Seminar, da gesessen und ich habe gemerkt, dass der ganze Körper in anfing, so hier so, wie soll ich das sagen, also das war wirklich wie ein Wirbel in mir, ja, und ich war so begeistert davon und guckte da so, oh, ja. Und dann kommt der Therapeut und legt seine Hand hier auf meinen Kopf oben drauf, das ist weg. Erleuchtung knapp verfehlt. Ich war sowas von Lügen und ärgerlich. Eben da habe ich noch dran geglaubt. Ja, ja. Ich denke, boah, da ist was. Ja. Nix. Hat alles zerstört. Ja. Heute lache ich eben, jetzt lache ich drüber und sage, es ist das Leben. Ja, er hat dann gesagt, also das ist gefährlich, wenn das zu früh aufsteigt. Oh. Ja, also das ist so, ich habe da, ja, konnte auch wirklich damit auch gar nichts anfangen. Also Kundalini ist süß.
Obwohl ja Osho sagt, dass die Chakren schon eine Bedeutung haben, dass sie viele verschlossen sind, ja. Aber der Witz ist, wenn zum Beispiel hier rüber, ja, wenn hier rüber eine Energie zu spüren, das hat Osho damals gesagt, dann ist die Verschlossenheit spürbar. Das ist nicht Osho. Und der hat recht. Ja, denn hier ist was passiert, auch in diesem Seminar. Wir hatten eine ganze Nacht oder so, ist ja jedenfalls stundenlang Augenklappen, Ohrenstöpsel drin, haben da gesessen und sonst nichts. Und hier war einfach Erstaunen, dass der Atem sich anhört, als wenn ich am Meer sitze. Und die Wellen, weißt du, ganz sanft. Und die ganze Zeit war nur am Lauschen hier, wie die Wellen kommen. Ich habe ja nichts anderes wahrbekommen. Ne? Und mit einmal, also ich bin ja auf die Toilette gebracht worden und so, ne, merke ich, dass ein Ohrstöpsel weg ist und der andere mit einmal auch. Und meine Augen verschlossen. Und dann sitze ich da und dann, das ist schwer zu beschreiben, mit einmal ist ein Bild vor mir und ich fasse nach hinten und da sind tatsächlich die Ohrenstöpsel. Die habe ich gesehen. Ich habe mich das am Anfang gar nicht getraut zu erzählen. Ich musste richtig aufgefordert werden, davon zu sprechen. Also das war ein unbegreifliches Phänomen, dass da ein Sehen ist, ohne diese Augen. Ja. Und da war auch wieder, boah, ja, Staunen. Ja, das mag ja sein, aber das kann niemand machen. Ne? Und das untere Chakra, wie gesagt, Sexualität und alles und so weiter, wenn der Kopf praktisch das Herz auslässt und hier beide zusammen sind, dann läuft meistens sowas ab wie, ja, wie Krieg, ne? Ja, dann geht die ganze Grundenergie, ja, die geht dann in kraftvolle Zerstörung rein. Gehört aber auch zum Leben dazu. Es ist genauso göttlich wie alles andere. Das kann man verstanden nicht verstehen. Nein, ich sage immer das wieder, das Leben lässt sich nicht verstehen. Ja, ja. Das Leben lebt durch mich. Ich habe früher geglaubt, ich muss das Leben leben. Ja? Das Leben lebt durch diesen Körper noch deutlicher. Ja? Und durch alles andere. Das warst du den Chakren, gell? Ja. Ja, das ist so entspannend, wenn das so klar ist, dass das Leben von alleine aus sich selbst heraus lebt. Ja. Dass nicht irgendjemand das Leben zu leben hat. Ganz und gar nicht. Und wenn es ich glaube, es hat es im Griff, also ehrlich gesagt, dann wirkt es ja schon. Du hattest vorhin, also das ist ja, sagt man so, das dritte Auge, übersinnliche Fähigkeiten, hat das für dich was mit Erwachen auch zu tun? Nein, weil das als Kind schon da war. Manchen ist das gegeben und anderen nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, du bist wie meine Mutter. Ja? Ich denke, was denn, wie denn? Ja. Dann war ich natürlich stolz drauf. Ne? Klar, logisch. Ne? Dass ich vieles sehen konnte und also Hellsichtigkeit sagt man dazu. Aber das ist manchen gegeben und anderen wieder nicht. Hat man aber mit Erwachen, sehe ich nicht, was zu tun, gar nicht. Oh, sehr schön, sprichst mir aus dem Herzen. Ja, das ist ja, weil ich finde, das sind so viele Missverständnisse. Ja. Und das ist schön, wenn die einfach so ganz klar aufgeklärt werden, dass das damit einfach nichts zu tun hat.
Überhaupt nichts. Ja. Ja. Also ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil ich sagte vorhin, der Geliebte. Ja. Und hier, diese Chakra ist ja da, wo auch die Kraft sitzt, die Wut oftmals dann auch, ja? Kraft, mhm. Wut hier, ne? Und Hass und so weiter. Dadurch, dass das hier aufgestiegen ist und es wurde nichts getan, gar nichts, sondern nur zugeschaut, und das kann man nicht machen, mhm. so etwas geschieht. Das Leben hat dafür gesorgt, dass hier nicht möglich war, etwas zu tun. Ja? Dadurch wurde erkannt, dass alles, was hier erscheint, wirklich der Geliebte ist. Warum? Das heißt, hier stieg Wut auf. Der ganze Körper hat sich wie berstens angefühlt, als wenn er zerrissen wird. Und in, dass er das da sein durfte im Zuschauen, ging alles zurück. Ja? Was dann blieb? War Liebe. Eine enorme, unaussprechliche Liebe. Und von da an habe ich gesagt, ja, da steht alles, was erscheint, das ist der Geliebte, der dich in die Liebe führen will. Ja? Das ist auch sehr viel Worte, aber ich weiß es nicht anders zu nennen. Ja. Mhm. Ja. Und wir haben aber gelernt, die Wut auszudrücken und so weiter. Und Hass dürfen wir schon gar nicht haben. Ja? Mhm. Oder sie auf irgendjemand anders zu projizieren. Ja, um Gottes Willen. Genau. Was darf alles nicht sein. Mhm. Und dabei ist alles, was erscheint, der gelebt. Mhm. Und möchte einfach da sein. Weil es erscheint ja, wenn es erscheint, hier immer. Ja. Und ich sage so gern, was hier erscheint, ist, liegt hier an. Also das heißt, meine Angelegenheit. Mhm. Was dort erscheint, ist nicht meine Angelegenheit. Ich kann das zwar sehen, kann das Mitgefühl, aber machen, ändern, machen, da ist, ich kann das ja nicht, das ist zu viel, zu weit. Geht nicht, ja. Das geht nicht und das reicht auch nie aus. Mhm. Ja. Denn die eigene Erfahrung wurde ja hier gemacht, dass so lange wie geglaubt wurde, wenn andere mich lieben und in den Arm nehmen und trösten, ja, dass das dann heilt. Mhm. Ja. Das reicht nicht aus. Erst in dem Moment, wenn es hier umarmt wird und da sein darf. Und das Heil ist im Grunde genommen, dass es dann eben, es verwandelt sich in Liebe. Weil da sein dürfen ist ja etwas wie, es darf sich ausdehnen, ne? Und das sind alles Worte, dieses Dürfen auch dazu, ja, also nur um das zu erklären. Das geschieht ja. Ja, ja, ja. Aber ich finde es trotzdem manchmal schon sehr hilfreich, wenn man überhaupt erstmal so auf den Hinweis gibt, es darf einfach mal da sein, auch wenn es schon da ist, aber dass es überhaupt mal in die Option kommt. Eben, weil genau das Gegenteil ja gelernt wurde. Genau, genau. Und meistens ist man sich dessen ja gar nicht bewusst. Also es gibt ja viele Menschen, die kennen ja die Abwehrmechanismen überhaupt nicht und die wissen gar nicht, wie sich das anspürt. Okay. Wenn das dann mal eingeladen ist, ja. Ah, das Aha. ist so eine tolle Entdeckung. Ja. Ja. Dass sich alles ausdehnt. Mhm. Ja, sogar eben die Wut, sogar der Hass. Also, boah, Hass ist etwas, das hat wirklich, also ich würde sagen, wenn der Kopf damals sich eingeschalten hätte, hätte, ja. Mhm. Hatte aber nicht, hatte gar keine Zeit dazu. War zu intensiv. Das hat sich angefühlt wirklich wie Sterben. Mhm. Weil hier war es alles eiskalt. Mhm. Hass ist eiskalt. Das ist das Gegenstück wie von Wut. Also sowas von eiskalt. Ja. Bis ich das dann hier anfing zu drehen, und dieses Drehen erzeugt ja Wärme. Mhm. Und durch dieses Drehen, ja, löst wie, und das löste sich auch auf, und es stieg dann hoch ins Herz, und dann das Gleiche passiert, ja, es ist auch Liebe. Total in Liebe. Egal, was ringsrum geschah, vorher oder was in dem Moment ist. Mhm.
Was für ein Wunder, gell? Das ist, er ja, ist das Wunder. Absolut, ja. Ja, ja. Ja, und von da an ist mir klar gewesen, alles, was erscheint, ist der Geliebte, sogar Hass und Wut. Mhm. Ja. Also es ist so ein Segen, wenn sowas da sein kann, gell? Auch, weil oft ist es ja, wenn, da macht man so die Menschen höher, dass sie dann so Angst haben, wenn das dann so, so sich so kalt anfühlt. Oh Gott, jetzt wird's kalt. Eiskalt. Ja, jetzt wird's kalt, was mache ich denn jetzt nur? Und ja, immer nur die Einladung, mach nichts, kümmere dich nicht drum. Ja. Das ist, und das ist sowas von erstaunlich gewesen, wie sich das anfing, von alleine zu drehen. Mhm. Weil ich muss auch schneeweiß im Gesicht ausgesehen haben in dem Moment, ja. Und dann ist wieder alles, es kommt wieder alles ans Fluss. Mhm. Vielleicht ist es der Unterschied, wenn hier ist es gleich, das ist nach einer Woche, das ist gleich ungültig, ob der Körper stirbt oder nicht. Aber solange wie die Identifikation mit dem Körper so aufrechterhalten wird, da greift der Kopf natürlich meist sofort ein, und wenn so etwas kommt wie Angst und Kälte, dann will er helfen. Aber er macht immer genau das Gegenteil. Der hilft nichts, sondern er will ja machen. Und es geht ja gar nicht ums Machen. Es geht um Dasein. Also, er ist wirklich am Platz, wenn er bereit ist, zuzuschauen. Nichts zu tun. Und höchstens wie das zu registrieren, was da passiert, aber mehr nicht. Und das ist seine Aufgabe. Also im Verstand an seinem Platz ist ja praktisch, wie das beim ganz kleinen Kind ist. Wenn man ganz kleinen Kindern zuschaut oder zuhört, die sind ja immer gegenwärtig. So schön, gell? Ja. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, der Stand ist an seinem Platz. Mhm. Ja. Ja, weil manche meinen ja auch, der muss komplett weg sein, oder wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, dass da darf überhaupt kein Gedanke mehr da sein, das stimmt nicht. Ja, echt? Und das ist. Ja. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Also vor allem, wenn der so rast, der Verstand. Und wenn dieser Verstand anfängt zu rasen, was hier auch wieder passiert ist, da ist es wieder dieses Wunder, ja. Das sind ja alles Energien. Sonst bin ich mitgegangen mit den Gedanken, weil das ist ja, sowas von schwer. Und dann kriegt so einen Kopf, Aber hier geht das gar nicht. Mhm. Ja. So wie hier Kopfschmerzen zu spüren sind, was Gedanken anbelangt, fällt alles zusammen. Und dann ist die Bereitschaft da, einfach die Augen noch nie, und braucht noch nie mal geschlossen werden, weil wenn ich unterwegs bin und laufe, die Aufmerksamkeit in diese Energie dieser Gedanken einfach. Wenn da die Aufmerksamkeit hingeht als Energie, nicht als Blabla, also Geschichte, ist das Gleiche, die dürfen da sein. Es wird nichts gemacht. Mhm. Es ist wirklich das Gleiche. Mhm. Aber die Gedanken wollen ja auch da sein. Es ist ja alles das eine, eben was an diesem als Gedanken erscheint. Und wenn die als Energie einfach gesehen werden können, das ist geschehen, das kann man nicht machen. Ja? Aber hier war die Bereitschaft plötzlich da. Und dann mal wieder eben gucken und staunen, was für ein Wunder. Das löst sich auf. Kennst du jetzt noch so Gefühle wie Wut oder Angst oder solche Sachen? Ja, klar. Ja. Ja.
Und das ist auch, was ich geglaubt habe, was mich mehr. Also dieses Wort nicht mehr, ja. Das bestraft das Leben in Anführungsstrichen lächeln, ne? Sofort. Ja, das gibt's nicht. Woher will ich wissen, wie das Leben durch diesen Körper leben will? Ich weiß es nicht. Ich kannte auch mal Phasen, wenn ich irgendwie, wenn ich jemand was gefragt habe und dann gesagt, nee, das kenne ich eigentlich so nicht mehr. Dann dachte ich mir schon, scheiße, am nächsten Tag. Und dann sogar innerhalb von den nächsten das 5 Jahren. Das ist so, dass ich immer wieder danke, danke, danke. Ja, das ja, zeigt das dann. Ja. Da ist niemand, der einen Wahn hat. Ja, in manchen Büchern habe ich neulich wieder mal in was reingeschaut. Da stand noch drin, du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl, dich jetzt auf die Wahrheit zu richten oder auf die Geschichte zu richten. Wer ist da, der den ist? Das ist das, was ganz zuletzt bei mir war. Ja, ganz, also ganz zuletzt, oder besser gesagt, kurz nach einer Woche, wurde einfach gesehen, nicht einmal das stimmt. Ja. Nicht einmal das. Ich kann aber nicht sagen, wenn das gesagt wird und ein anderer hört es, wer hört es? Ja. Wenn das gehört wird und es wird gelenkt, ist in Ordnung. Wenn hier zum Beispiel gesagt wird, hey, sei still, ja, mit wem spreche ich? Wenn das aber wirklich gehört wird, ich habe zum Hans-Jürgen gesagt, irgendwann einmal, du sei still, einfach nur still. Und bei ihm wurde es gehört und er war still und sagt, oh, Huch! Ja. Hammer! Ja. Ja, ja, genau. Ja. Also, es ist das, da sehe ich immer wieder, es ist nicht richtig, nicht falsch, es ist alles okay. Ja. Wenn das hier aufsteigt, aber letztendlich nein. Und da, ich bin ja noch ein Stückchen damit schwanger gegangen, ja? Mit dem. Dass ich wo ich die Hinrichtung, die Aufmerksamkeit. Ja. Und das war für mich wie ein Geschenk, als ich dann angerufen wurde und mir gesagt wurde, ich schicke dir etwas, und ich will nicht so weit ausschweifen jetzt. Ne? Jedenfalls, ich kam dann, bekam dann so einen Flyer. Oh, ja, und da waren mehrere Bücher und so weiter drin und dann habe ich das von Toni gelesen. Und Toni sagte es auch. Ja. Und das kam hier, wisst ihr da? Das kam an. Das kam an. Das kam absolut an. Und ich habe mich bestätigt gefühlt, weil bei mir war schon so etwas. Und wenn ich die Einzige bin hier, die sagt, nee, ja, also ich sehe da keine Wahl. Ich sehe nichts. Ja. Ja. Aber Toni Hasen, der bestätigte das. Und das wurde hier gebraucht, anscheinend. Ja, auch ich sage zum Beispiel schon auch gerne, richte deine Aufmerksamkeit, ja? Wenn es möglich ist, auf das, was still ist. Und dann kann es sein, dass es passiert. Ja. Aber es ist nicht die Wahl. Also die Wahl ist nicht vorhanden, aber es kann trotzdem sein, dass es passiert, Dass die Aufmerksamkeit einfach in das fällt, was still ist. Ich möchte sogar sagen, die Wahl ist vorhanden, aber da ist kein Ich, das es kann. Ja? Ein Ich kann es nicht. Das passiert oder das passiert dann nicht. Ja. Das nimmt den ganzen Stress weg, irgendwas zu machen. Ja? Ja, wohin zu kommen, irgendwas machen zu müssen, es richtig machen zu wollen. Ja, hier kommt noch hinzu. Kurz nach dem Erwachen ist mir aufgefallen, dass alles langsamer wird. Und jedes Mal, wenn es schneller hier anfing zu sprechen, habe ich also gesehen, dass ich den Körper nicht mehr so spüre. Aber nicht mal da habe ich eine Wahl. Es sei denn, es wird gesehen, da ist ein Stopp dann. Ja, da ist ein Stopp.
Und heute habe ich immer wieder sehe ich das, also dass sehr oft hier ein Stopp ist, wo der Kopf absolut zusammenfällt und da ist nicht Wissen. Gar nicht. Und dann, ich sage immer, die Bereitschaft ist einfach da, anzuhalten, still zu sein und da ist wieder das Erstaunen dann, was aufsteigt. Und es geschieht dies und meine Hände gehen dahin und die Hände gehen oder die Füße laufen dahin. Wir sagen immer meine, aber das ist letztendlich auch nicht so. Aber man kennt sie halt schon so lange, gell? Ja, genau. Ich fand das sehr schön, dass Amatan mal gesagt hat, wo alle so Angst haben, dass der Verstand nicht mehr so funktioniert, Alzheimer oder so, ja, sagt Amatan, und wenn das Leben will, dass hier Alzheimer erscheint, auch okay. Das ist hier angekommen, also das ist wirklich, weil das stimmt. Total. Das stimmt total. Also es ist nur, wenn der Verstand, das heißt, dass ich es aufgreife, dann ist er wieder am Ruder. Das heißt, er tyrannisiert. Und das ist, hier ist kein Interesse dran. Ne? Ja, das geht vollkommen weg. Ja, weil das Leben ist unmittelbar. Und keiner weiß, ob dieser Körper noch morgen, ja. Und deswegen dieses Kopftheater. Wozu das alles so schwer machen? Das ist doch so einfach. Absolut. Was würdest du den Menschen, die zu dir kommen, ich sag mal, empfehlen? Wenn sie sagen, wie komme ich denn aus dem Kopf raus? Ich habe so ein wahnsinniges, also ich kann das nicht, mein Kopf ist so heftig und ich komme aus diesem Gedankenkarussell nicht raus. Im Allgemeinen zeigt dich sofort, du warst nie drin. Absolut. Also wer behauptet das? Das ist sofort die Frage. Wer sagt das? Und da ist es ja, dass ich behauptest du. Das ist, was ich dir gestern erzählt habe. Ja, dieser junge Mann. Eben, der war so im Verstand, im Kopf drin. Und wir haben ein Viertelstück miteinander gesprochen und er sagte dann also, boah, mehr brauche ich gar nicht. Gell? Ich war absolut zufrieden. Stellst du nicht auch gerne so die Frage, was willst du wirklich? Wenn es sein, wenn es passiert, ja. Kann sogar. Das gehört ja auch zum Rumbaddern, ne? Mal auf den Punkt bringen. Ja, aber da habe ich gemerkt, wenn da jemand wirklich so im Kopf drin ist, und ein jemand, ja, da kommen oft Antworten heraus und ich glaube, aus dem Grund frage ich lieber, wer möchte das, ja? Weil dieser junge Mann, der sagt dann alles, was er sich so absolut wünscht, ja, eine Liebesbeziehung mit seiner Freundin, was willst du noch? Tschüss! Es gibt ganz tolle Portale. Ja, aber es ist ja auch schön, wenn er das weiß, in der Liebesbeziehung. Also liegt gar nicht so viel an der Wahrheit hier, sondern einfach. Nein, und das stimmt nicht. Sonst würde er ja sich nicht melden, sonst wäre er ja nicht im Satz. Oh, ich war baff, wo ich das gehört habe. Ja, und ich glaube, deswegen ist das ein bisschen weggefallen, zu fragen, was willst du wirklich? Weil
Ganz ehrlich, ich habe es jahrelang auch nicht gewusst. Ich hatte die Frage gar nicht. Ja, also wenn man mich gefragt hätte, ja, ich das ja. So. Ist für dich so diese innere Ausrichtung ein Vorteil? So die Ausrichtung auf die Wahrheit, so dass jemand so weiß, ja, das also ich sehe es einfach nach der tiefen Wahrheit. Ist es für dich wichtig, dass sowas vorhanden ist oder von Vorteil oder wenn du das auch nennen möchte? Ich möchte sagen, jein. Und zwar aus dem Grunde, woher will ich wissen, wenn jemand, ja, wer zu mir kommt und total durch den Wind ist, ja, gar nichts hören will weiter, dann kann ich nur still sein. Heute Abend kommt so ein junger Mann. Schon jahrelang. Ich habe irgendwann mal habe ich gemerkt, der will die Wahrheit nicht hören. Da ist so eine Abwehr, aber er möchte da sein. Ja, und da ist einfach dann hören, spüren. Der kommt rein, geduckt und geht aufrecht raus. Was will ich mehr? Ja, also im Grunde genommen kann ich alle Erwartungen vergessen, weil ich kann nichts machen. Gar nichts. Aber wenn so ein Mensch erscheint und möchte gerne hier sein, ja, und möchte nichts hören von der Wahrheit, ja? Wundervoll. 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 Ja. Wundervoll. Ja. Das ist ja schon so schön, einfach so in dieser Präsenz des Seins hier zu sein. Ja, das reicht. Absolut. Ja. Aber er kommt immer wieder, schon jahrelang. Das ist wirklich lustig. Ja. Und was ist der ärgerlich geworden? Wenn hier nur die Ansätze, ja? Und mir ist dann aufgefallen, dass es schwer wird hier. Weil ich kann nur dann leicht sprechen, wie jetzt, du hörst das ja auch gern. Ja? Dann fließt es von alleine ja, raus. Ja. Ja. Aber wenn es eine Blockade gibt, eine Abwehr, ja, geht nichts, gell? Nee, ja. Aber hier sein, ja, und aber einfach, das ist okay, genau. Wunderbar. Ja, ist spannend auch, was du sagst, das kenne ich auch gut. Das ist so, wenn jemand offen ist dafür, dann sprudelt es, und wenn da keine Offenheit dafür ist, dann kommt da auch nichts. Nee, das geht gar nicht. Papaya essen. Schon der Hammer, dass es sowas wie den Geschmackssinn gibt, oder? Ja. Mit allen Sinnen leben. Ja. Sinnen. Nehmen wir mal das Ehe weg. Gibt es für dich noch einen Sinn des Lebens? Das war lustig jetzt. Das passt. Nein. Weil das Leben lebt sich doch selbst mit allen Sinnen. Ja, okay. Aber ein Sinn, wie das im Allgemeinen zu verstehen ist, ist ja so. Das Leben macht für mich keinen Sinn zu leben. Nur für meine Kinder lebe ich noch. Also das ist sowas von daneben, ja. Also es, aber es will so gespielt werden, okay. Ja. Aber da ist Leiden.
Wenn die Frage auftaucht nach dem Sinn des Lebens, will ihr auch sein. Aber es gibt keinen. Es gibt keinen Sinn und keinen Zweck. Das ist unmöglich, das zu verstehen. Weil in diesem Theaterstück, von dem, was ich so gerne sage, von dem Überleben, ja, wo es ums Überleben geht, ja, nicht zu leben. Da will man unbedingt einen Sinn haben, eine Bedeutung und. Ja. Und dann spielt das aus. Aber das ist wie ein Gefangensein darin. Deswegen, dass es keinen Sinn gibt, ist im Grunde genommen Freiheit, absolut. Total. Mir kommt jetzt was Verrücktes hoch. Eine junge Frau, die eben zu mir kam, und da sage ich wirklich, das Leben wollte es nicht, dass sie hier bleibt. Ich kann es nicht verstehen. So viel Missverständnis. Und vor gar nicht langer Zeit rief ich sie an, weil mein Köpfchen glaubte, man könnte diese Missverständnisse eventuell ausräumen. Das hängt ein bisschen mit dem Sinn wieder zusammen, ja, so unterschwellig. Ne? Sie kam her und hier wurde genau das gesagt, wo ich genau wusste, das kann sie, das will sie gar nicht hören. Ja, die kommt nicht wieder. Aber es wurde hier gesagt. Und hier war Staunen in mir, dass so etwas gesagt wurde. Mein Kopf sagt, wie kannst du nur? Ja, wer denn du nur? Ja? Es soll nicht sein, dass sie hierher kommt. Offensichtlich. Ja. Sie macht Therapie und macht dies und jenes. Aber wenn es nicht sein soll, dass sie hier sein soll, okay. Aber die Liebe ist hier, die ist da und die bleibt auch. Aber da ist niemand, also hier auch nicht, da nicht, ja, der das entscheiden kann. Und das, ja. Ah ja, jetzt möchte ich nur mal darauf zurückkommen hier auf, ja, die Stufen, wie du das nennst. Die sogenannten Erleuchtungsstufen. Ja, genau. Das heißt, nach dem Erwachen war nicht die Fähigkeit da, so zu sprechen, wie es jetzt gesprochen wird. Nein, das sind jetzt fast 20 Jahre her, ne? Fast nicht ganz. Und es war einfach nicht da, etwas zu sagen, wo ich heute sagen würde, wahrscheinlich, weiß ich noch nicht mal das, ja. Nein, ja. Das heißt, hier kam immer wieder rüber, du bist nicht richtig, du solltest wie die sein, du solltest wie der Erwachte sein, du solltest wie der. Und hier war einfach nur staunen und nicht sagen können. Keine Worte finden. Und ich ahne, dass das Toni meinte, als er sagte, gebt nicht sofort Satsang, aber ich habe nichts gegeben, das passierte. Ja, ne? Ja. Da scheinbar muss da etwas reifen, ich weiß es nicht. Und sei es auch nur eben verbal etwas auszudrücken. Und das war damals nicht möglich. Das verändert sich auch. Ja, das heißt, hier verändert sich auch etwas. Hier wird eindeutig gesehen, also hier ist niemand, das kann auch, wer da erscheint, ist eigentlich, bin ich, ja. Ja, also ich und du.
Schaut so aus. Auch wenn es in diesen menschlichen Augen anders gesehen wird, wie scheinbare Trennung. Ja. Das ist so schön, wenn man so sagt, mit dem Herzen zu schauen, da ist keine Trennung. Ja, genau. Ja, und wenn etwas sozusagen scheinbar weggenommen wird im Leben, ja, dass das kein Problem ist, das ist so schön. Das Problem kommt ja erst, wenn der Kopf sich einschaltet. Genau, weil der macht ja ein Problem daraus. Deswegen ist es so schön, dass ich habe hier im Haus eine junge Frau, die sagt, weil sie es jetzt ausgezogen, sagte, Vanessa, du glaubst gar nicht, wie schön das war, von dir zu hören. Mhm. Kommt nicht zum Satz an, die weiß auch nichts davon. Das Leben ist nie gegen dich. Sagte, das ist bei mir angekommen. Und sie strahlte. Das, wenn das sein soll, okay. Das, wenn zutiefst gehört wird, dass das Leben nicht gegen dich ist, das ist so... So wundervoll, weil viele sind ja der Annahme, dass das Leben total gegen einen ist. Weil, und dann haben sie ja ganz viele Begründungen, warum. Genau. Ja, weil der Partner nicht da ist, weil man krank ist, die Mutter zu früh gestorben ist. Da gibt es ja so viele. Weil. Ganz viele Begründungen. Und da mal zu stoppen. Und auch, wie gesagt, auch im Rückwärtsschauen, das stimmt. Im Rückwärts sieht man es oft nicht immer. Aber wenn man wenn die Bereitschaft da ist, ehrlich zu sein, dann wird auch gesehen, dass es alles so geschah. Dass alles okay war. Da, wo sich der Verstand an einem stützt, ein bisschen anders. Und dieses, ich sage immer wieder, dieses hätte, sollte, wenn und aber. Ist die Einladung, um unglücklich zu sein. Ja. Ich sage immer, wisst ihr, was kommt dann? Ich bin so eine Alarm. Mäp, mäp, mäp. Error, error. Ja, das ist echt die Einladung, unglücklich zu sein. Das ist schön, schön ausgedrückt. Ja. Weil der Verstand tut so, wie wenn er wüsste, was passiert wäre. Würdest du sagen, dass Intuition wie auch mehr reift in dem Leben aus dem Moment heraus? Reift. Also die Intuition war schon vom Kind, also hier, vom Kindheit an da. Nur ob da das Leben die Aufmerksamkeit hinlenkt oder ob sie sie wegnimmt und der Kopf, und es in den Kopf geht. Dann will was anderes gelebt werden. Weil die Intuition, da ist es so, ja, das geschieht ja auch. Also würdest du Intuition und Erwachen nicht unbedingt miteinander verbinden, dass dann die Intuition besser wird oder sowas? Ist eher die Bereitschaft dazu da, das würde ich sagen. Ich sage dazu schon gar nicht mehr Intuition, sondern das ist einfach das Leben, was einfach gerade da ist, wie es gelebt wird, ohne drüber nachzudenken. Genau. Richtig. Aber was willst du machen, wenn meine Mutter hat immer gesagt, da kannst du nichts machen, da musst du gucken zu. Das ist so. Gut. War schon sehr weise. Deswegen, ja, also. Ja. Das, wenn die Aufmerksamkeit in den Verstand geht. Hier hat das zum Beispiel, das war jetzt schon über 30 Jahre schon her, hier war einfach eine innere Stimme sogar. Ja. Die ist ja ganz leise. Die sagte, fahr nicht. Vanessa wollte ihre Tochter besuchen im Rheinland. Dann kam ein Anruf,
Ja, und mir wurde gesagt, das kannst du doch nicht machen, du als Frau und so weiter. Ja, aber ich damals als Frau, ich musste noch beweisen, ja, dass ich das kann. Und was passiert? Wunderbarer Autounfall. Ne? Also Intuition hängt oftmals eben auch mit der leisen Stimme zusammen. Mein Verstand ist laut. Aber es ist ja nichts, aber auch gar nichts verkehrt. Wäre auch nicht zu verhindern gewesen. Nee, das sollte ja so sein. Mhm. Diese Kettenreaktionen, das ist phänomenal. Was würdest du jemand sagen, wie er das unterscheiden kann zwischen Kopfstimme und diese Stimme der Intuition? Aber eigentlich habe ich schon gesagt, die Kopfstimme ist laut. Die Intuition und diese innere Stimme ist sehr leise. Deswegen wird sie oft überhört. Aber wenn die Bereitschaft da ist, still zu sein, ja, da ist sie da. Nicht aus der Stille. Ich habe jahrelang, also schon 20 Jahre, habe ich jeden Morgen eine stimmungsvolle Kassette eingelegt. Ja, und abends auch. Du musst so einschlafen, musst so aufwachen. Ja. Und irgendwann einmal, da ging ich aber schon zum Satz an, ne? Habe ich es vergessen. Ich habe sie vergessen einzulegen. Und da ist mir aufgefallen, dass das die Stille ist eigentlich, die ich liebe. Es ist nicht die Stille als Klang, als Musik, ist wunderschön. Aber die Stille darin, die. Boah. Und die Stille war ja da. Ich wollte sie eigentlich haben, ja, in dieser Musik, die so harmonisch klang, ja. Ja. Und von da an, ja, wenn ich jetzt die CDs, ja, oder sowas geschenkt bekomme, ich höre einmal rein, und dann wird es vergessen. Es wird nicht mehr gebraucht. Aber ich kann auch keinen Menschen verdammen, der es meint zu brauchen. Weil mir das sehr gut bekannt ist. Das ist großes Mitgefühl. Ja, mir hat mal eine Schülerin, hat sich eine riesen Arbeit gemacht und hat meine ganze SD-Karte voll mit Musik gemacht. Dann sage ich, oh, danke. Ich mag es lieber still. Also ich mag es auch gerne still in Form von, dass einfach keine Musik ist oder kein Geräusch, obwohl ich Musik auch teilweise schon sehr, sehr gern mag. Oh ja, klar. Total gerne, aber daheim läuft auch nie irgendwas. Alles aus. Also ich benutze sie nicht mehr, so möchte ich mal sagen. Ich habe sie ja benutzt. Ja. Wollte aber etwas zudecken und nicht machen. Ja. Eben wovon wir am Anfang sprachen, alles was erscheint. Man sagt auch dazu harmoniesüchtig. Da habe ich ein Lied komponiert. Bitte? Da habe ich ein Lied gemacht. So. Der vitale Friede, Freude, Eierkuchen heißt es, da geht es auch um die Harmoniesüchtigkeit. Ja, da ist die ganze Lebendigkeit eigentlich drauf, ne? Ah ja. Wir dürfen uns nicht so lange in die Augen schauen, sonst rede ich mit gar nichts mehr. Sonst glaube ich keine Fragen mehr hier. Das ist vielleicht ganz schön. Hast du eigentlich oder hattest du irgendeinen Meister? Meister? Ja. Also ich würde schon sagen, das ist, ja, würde ich schon sagen, weil
Ich habe vorhin davon gesprochen, in diesem Seminar, in der Ausbildung. Da gab es auch einen Massagenaustausch. Und ich lag dann am Boden nach einer Massage total entspannt. Und jemand legte, damals waren es noch Kassetten, ja, eine Kassette ein und es wurde gesprochen. Ich verstand die Sprache nicht. Aber ich lag da und sah, jedes Wort war ein Gefühl, als wenn in den Bauch ein Tropfen fällt. Ein Tropfen. Natürlich wollte ich wissen, ich habe nicht unterbrochen, Gottes Willen, ich musste bis zuletzt. Das war ja ein Phänomen, ja. Jedes Wort wie einen Tropfen hier im Bauch einsinken zu spüren, ja. Das war auch schön. Und mich hat nichts halten können, Sannyasin zu werden. Und ich habe gelogen. Ich habe wirklich gelogen. Also wir haben gesagt, du musst das so und so sagen, meditieren, habe ich alles. Ich wollte Sannyasin werden. Ja? Und ich bin ruckzuck Sannyasin geworden. Ja. Und der Name war eben einfach ein Vorname, Deva. Und Deva heißt Leuchtende. Anis heißt Freiheit. Passt das nicht fein? Leuchtende Freiheit. Fantastisch. Ja. Dann kamen Freunde und sagten, ah, du willst nur was Besonderes sein. Stimmt, das wollte ich mal. Wer wollte das nicht? Aber nachher haben wir gesehen, da ist was dran, aber was? Ja? Natürlich, wir sind alle einzigartig. Wir sind gar nichts Besonderes, also nicht ausgesondert, ja? Sondern einzigartig. Und eigentlich braucht niemand etwas dafür zu tun, weil um was Besonderes sein, da musst du was für tun. Ja? Aber die Einzigartigkeit, die kannst du feiern. Und das geschieht jetzt. Die Einzigartigkeit wird hier gefeiert. Das ist nichts Besonderes. Ja, das wieder zu entdecken, dann hört auch dieses ewige Vergleichen auf. Muss so sein wie der oder der ist besser oder der ist besser. Ach, vor allen Dingen, also ich bin nicht richtig, ne? Ja. Besser, es ist irgendwie eine sehr tiefe Verankerung im Gang. Das ist ja eigentlich auch fast in den meisten Menschen. Ja, das kennt man. Und dann ist man am Kämpfen oder Geschicklichkeit, um da rauszukommen wieder. Und das ist das Spiel. Ja. Ist ja auch nichts falsch dran. Ja, aber das läuft blind ab. Ja. Was man alles macht, nur um das nicht zu spüren. Ja. Weil letztendlich steht dahinter, geliebt, werden. Ja. Und mich und einfach nicht zu sehen, dass alles Liebe ist. Das ist auch was, kein Kopf, das kann man nicht verstehen. Aber unmöglich. Ist unmöglich. Ja. Das Hass. Ja, eben, in der Hass. Ja, in der Verwarnung, da ist Liebe. Das ist der Geliebte. Ja, das Hass erscheint. Das ist so ein Segen, wenn das plötzlich alles hier sein kann, wenn da nichts mehr verdrängt wird. Und wenn was verdrängt wird und ich freue mich, wenn es gesehen wird. Genau. Sogar das. Das gehört genau da genauso mit dazu. Ja. Dann wird auch diese Verdrängung umarmt. Dann ist es gerade nicht möglich, nur es verdrängt. Genau. Ja, das ist auch so schön. Dieses, auch wenn der Widerstand auftaucht und du siehst den Widerstand, dann ist der Widerstand ja auch kein Problem. Dann wird der Widerstand ja. Ja, immer das, was hier ist. Und das ist ja so offensichtlich. Ja. Aber das, was immer ganz nah anliegt. Ja. Genau. Ja. Und diese Vorstellungen, wie es sein sollte, ich glaube, da sind auch ganz viele häufig vorhanden. Diese Idee, wie das Leben in dem Moment gerade sein soll, das ist oft sehr intensiv bei vielen Menschen.
Ja, klar. Ja. War bei mir. Mhm. Ja. Aber ich glaube, bei jedem. Ja. 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 Außer es war wie im Fluss. Das wollten wir ja alle festhalten. Ja, 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 genau. Dann waren wir richtig. Ja. Da war ich kenne Zeiten, da waren grüne Ampeln, ich bin im Fluss und rote Ampeln, jetzt stimmt irgendwas nicht. Machst du wieder irgendwas falsch, ja? Ja. Ja, ja. Warme Füße waren gut, kalte Füße waren schlecht. Das sind lustige Konzepte, an die man echt geglaubt hat. Heute wird einfach gesagt, aha, was brauchst du, was steht an? Kalte Füße, ja, was du. Noch eine Socke über anziehen oder ein Fußbad? Genau. Oder nur bewegen. Was ansteht, ja. Das ist immer neu. Ja, genau. Ich kann auch da nichts mehr festmachen. Ja? Nee, das geht gar nicht mehr. Ja. Nee. Ja. Das ist so neu jedes Mal. Mhm. Schön. Ich komme auf die Frage, weil mir hat neulich eine Frau, die zu mir in Satsang kam, hinterher so ein Video geschickt über Kinder der neuen Zeit. Und da wollte ich mal wissen, hast du da auch irgendwie so ein paar Sätze dazu, wie du das siehst, ob es sowas für dich gibt, Kinder der neuen Zeit? Jein. Kinder der neuen Zeit. Das heißt, in diesem ganzen Theaterstück, so nenne ich das mal, hat ja eine große Verwandlung stattgefunden. Und dann kommt mir gerade das so, ich bin vor gar nicht langer Zeit auf dem Weg zum Einkaufen, sind mir drei Kinder, drei Mädchen begegnet. Und dieses eine Mädchen sagte zu der anderen, Mann, sei mal einen Augenblick ruhig. Und die andere sagt, ja, was ist? Lass mich mal nur in Ruhe, ich brauche ein bisschen Zeit. Und die beiden, die sind für sich dann weitergegangen und die eine, die eben gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, blieb zurück und stand dann ganz still da. Ja. Und dann mit einmal fing sie an zu laufen und sagte, du, jetzt kann ich es dir sagen. Und das ist so etwas, wo ich sage, also das ist dieses Eben, ja. Das sollst du sofort wissen oder was weiß ich. So wurde mit uns früher ja auch umgegangen. Das heißt, die Eltern sind auch, ja, mit dem Kind geduldig. Ja, und da ist sehr viel Geduld drin. Und dann spielen da sogar die Kinder untereinander so. Sie leben das, ja. Und das war für mich schon schön zu sehen. Ja, ja. 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 Ich mag es immer ganz gerne, die ganzen Begrifflichkeiten wieder wechseln und dann ist bei mir auch immer so eine Freude da, wenn ich das sehe, wie die Kinder oft einfach hinterfragen, sich nicht alles immer sagen lassen, sondern wissen wollen. Ja. Und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, warum willst du das jetzt so, dass ich das jetzt mache? Und einfach oft schon viel mehr bei sich bleiben können. Genau. Hier war das verboten, ne? Du hast nur zu reden, wenn er gefragt wird. Zum Beispiel. Da hat sich aber nicht überall hat sich was verändert. Das ist genau. Auch ausgewogen. Genau. Und da ist es, ja. Genau. Es ist ja nichts falsch und nichts richtig. Es ist total ausgewogen. Denn das ist das Gegenstück davon, ja. War auf dem Rummel und sehe in diesen ganzen Menschenmenge, das war der Vater, ja. Also es hat sich ja wie der Vater mit einem kleinen Kind, ungefähr so 7, 8 Jahre, kneift der doch tatsächlich hier richtig rein. Aber wie?
Und dieses Kind, das Gesicht, ja, also Schmerz verzerrt. Und er sagt dann zu ihr was. Aber das ist schon sehr lange her. Aber ich will das als Gegenstück mal jetzt sagen. Ja? Ja, und ich war damals noch so, wie kann er nur? Ja. Und habe dann gesagt, also nee, so nicht. Und bin angeschnauzt. Aber das war interessant. Das Kind hat mich voller Hass angeschaut. Und hier war sofort klar, das ist dem Vater ausgeliefert, da gibt's, das wird noch mehr. Ja. Wenn ich nicht wirklich was tun kann, ist es nicht meine Angelegenheit. Das ist nur, kannst du vergessen, ja, was da passiert ist. Im Gegenteil, dem Kind hat es nicht gut getan. Aber wie gesagt, das ist das Gegenstück. Ne? Ja. Das ist so schön, dass du das gerade so klar machst, dass es einfach überall den Gegenpol auch gibt, ja, zu jeder Bewegung. Ja. Weil wenn man das eine so glorifiziert, dann vergisst man das andere wieder, dass das Gegenpol ja auch vorhanden ist. Und es gehört einfach beides dazu. Ja. Es lässt sich nicht verstehen. Wir wollen alle gut und gut und gut und gut, ja? Ja, und nach dem Erwachen auch nur noch lieb und gut sein. Und das Leben endlich in der Hand haben, das habe ich auch schon teilweise gehört. Ich mir dachte, wow, interessant. Aber es ist genau das Gegenteil. Es fällt alles weg. Genau. Absolut arm. Und dennoch reich. Das ist unfassbar. Das steht ja schon in der Bibel drin. Ein reicher Mann kann nicht durchs Nadelöhr. Was ist damit gemeint? Das heißt, ein Reich an Vorstellungen geht nicht durchs Nadelöhr. Und ein Kind ist arm an Vorstellungen. Werdet wie die Kinder? Ja. Genau. Und nach dem Erwachen ist sowieso nur noch wie ein kleines Kind. Aber nicht kindisch, ja, sondern wirklich wie ein Kind, staunen und sagen, oh. Also die Frage ist zwar überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich denke, das ist immer ganz interessant für die Menschen, die es anschauen. Hast du ein Gefühl, dass sich das Leben irgendwo hin entwickelt? So einer ganz friedvollen Gesellschaft, zu einer erleuchteten Gesellschaft? Hätten wir so gerne, ne? Keine Ahnung. Welcher Kopf möchte das nicht? Welcher Guru-Kopf möchte das nicht? Aber wenn gesehen wird, dass da niemand ist, der etwas machen kann, sondern dass alles geschieht, ob das gemeinsame Meditationen sind oder, wie ich jetzt auch gefragt wurde hier mit dem Kriegen, ja, und ja, was möchtest du hören, ja, ja, was ich machen kann. Ja, und dann fiel mir ein, das ist auch schon über 20 Jahre her, also egal schon. Da gab es auch mal eine Krise. Und dann, ja, ich wusste davon, dass es diese Meditationstechnik gibt. Das ganze Elend mit dem Einatmen das Herz holen und mit dem Herzen die Liebe über die ganze Welt ausstrahlen. Ja? Was dabei herauskommt, ist, dass man sich selber nie in Frieden findet. Und das ist so wunderschön. Ja. Ja. Und warum nicht? Das ist von Osho, gell? Oh. Ja. Ja. Nicht alles weghaben, sondern alle ja, alles Keller. Wunderbar. Wunderbar. Also das ist wunderbar. Ja. Aber ansonsten, ich sage auch gerne, schau, was deine Angelegenheit ist. Kannst du jetzt im Moment was machen? Aber es gibt ja auch einen Gelassenheitssprung, der ist auch sehr schön. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden,
was ist möglich, was ist möglich zu tun jetzt gerade, ist das die Gegenwärtigkeit ja wieder. Genau. Ja. Und was nicht, was ist absolut unmöglich. Und warum soll ich mich über etwas aufregen und ärgern, ja, was gar nicht möglich ist, irgendetwas zu tun. Ja. Kann das zwar wahrnehmen, und wenn hier wirklich Ärger aufsteht, dann ist das hier die Angelegenheit, mit dem Ärger zu sein. Aber weiter weg geht gar nicht. Ja. Und letztendlich ist es meistens nur über Medien oder sonst was, ist ja nicht direkt hier im Umfeld. Ja. Wir sind ja mit allen so verbunden, dass wir meinen, dass dieses weite Feld, das ist etwas anderes wie Unendlichkeit. Ganz was anderes. Die Unendlichkeit, die ist unbeschreiblich. Aber diese Unendlichkeit an Austausch und so weiter, ja, die ist zu beschreiben. Und uns wird dann alle gesagt, genau das ist es. Aber ich kann mich auch erinnern, als noch nicht die Verbindung mit dem Telefon war, mit dem Handy vor allen Dingen. Ne? Also, da ist es die Intuition wieder, ja? Dass wir uns getroffen haben. Ohne Handy. Hat funktioniert, gell? Hat auch funktioniert, ja. Der Kopf vorstellen kann er sich das heute nicht. Ja. Da ist es, diese Vorstellung. Ja. Und ich sage immer, geh ins Theater, da siehst du eine Vorstellung, da läuft alles ab. Und hier, das ist eine Vorstellung, weil dann siehst du nichts mehr, als nur, was in dieser Vorstellung abläuft. Aber du siehst nicht das Gegenüber. Das geht nicht. Und es ist schön, das zu sehen, wenn der Vorstellung erscheinen. Ja? Genau, ja. Nichts ist verkehrt, gar nichts. Alles ist göttlich. Aber erstmal das Erkennen, das ist gerade Vorstellung. Das ist ein Geschenk. Also absolut, absolut. Da kannst du ja auch nichts dafür tun, aber plötzlich ist es einfach klar, ey, es ist bei der Vorstellung. Ja. Ja, weil der Kopf ja auch so gefestigt ist darin und er so, ich wollte eigentlich einen Sommerstrauß, einen Wiesenstrauß pflücken, ja. Und hier war so die Vorstellung, ohne dass es mir auffiel. Und ich komme dann raus und ich wohnte damals oben noch in der Bergstraße, da sind so große Felder. Unter anderem auch Rosenfelder. Und da war ein Rosenfeld und ich komme da und mein Blick fällt dahin nur so hoch und die Rosenköpfe sind alle abgeschnitten worden. Ja, warum auch immer. Also jedenfalls voller Rosenköpfe, so orange, gelb, rot, ja, diese kleinen. Ja, ich habe die alle eingesammelt, denn die waren zum Streuen dann da. Ja. Also, fantastisch. Und diese Vorstellung fallen zu lassen mit den Wiesenblumen, ja, die ist dann zusammengefallen. Weil das gesehen wurde, das auch noch das Leben was ganz anderes bringt. Genau. Wenn du die Vorstellung verharrst, sieht, wird das nicht gesehen. Genau. Ja. Und deswegen, das ist auch geschenkt, dass ich das sehen durfte. Genau. Ich bin mit so einer Tasche voll Rosenköpfe davon gegangen und war quietschvergnügt. Ja. Ja, weil vorher wusste es dann noch nicht, dass Rosenköpfe da sind, genau. Ja, man weiß es immer nicht. Nein. Das ist immer das Schöne. Was das Leben bringt. Genau, genau. Und es hat total gepasst. Auf dem ganzen Weg durfte ich das streuen. Das war fantastisch. Voll schön. Also was für bestimmt war, ne? Ja, fein. Ach, irgendwie glaube ich, ist das jetzt ein schöner Abschluss gerade. Ja? Oder hast du noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest? Auch vielleicht, wenn du Satsang gibst, dass das die Menschen vielleicht auch wissen, dass sie zu dir kommen können. Du gibst Einzelsatsang und öffentlichen?
Also, hier findet Einzelsatzung statt. Und weil eine Frau gesagt hat, auch Vanessa macht doch wieder ganze Gruppe und so weiter. Ne? Und auch, weil Einzelsatzung ist praktisch für mich nur mit Anmeldung übers Handy. Und sie wollte gerne wieder ohne Anmeldung. Und ja, und ich habe gemerkt, kam keiner, sie auch nicht. Ja. Und dann war, nö. Weißt du, wenn du einen größeren, wo mehrere da sind, dann bring doch mit. Ja? Ja, klar. 10 Personen kannst du einladen und mitbringen. Wenn du meinst, dass du es haben möchtest und wenn das Leben das auch will, ansonsten findet hier jetzt Einzelsitzung statt. Es hat sich halt verwandelt. Machst du auch sowas wie Retreat? Gar nicht. Mach gar nicht, okay. Retreat, ja. Und auch Telefonsatzung oder so? Telefonsatzung nur dann, wenn jemand ganz, also wirklich weit weg wohnt und Schwierigkeiten hat. Okay. Längere Anreise ist. Obwohl Augsburg, ja, also München, waren auch hier und ein Arzt, der hat hier sogar ein paar Stunden geschlafen. Ja, damit er dann morgens, ich wusste ja nicht, dass er Arzt ist, aber dadurch hat sich's herausgestellt, dann musst du morgen wieder pünktlich im Krankenhaus sein, ja, und hat dann ein paar Stunden geschlafen und ist dann wieder losgefahren. Also. Okay. Und per Skype? Hast du da die Möglichkeit? Würde ich gerne, aber es ist noch nicht eingestellt. Ah. Ja, es müsste erst. Ich warte darauf, dass mir jemand hilft und das einstellt. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, vielleicht hört es irgendjemand und kann dir einfach Skype einstellen. Ja. Ja, da ist so manches am Laptop, was da so ein bisschen hinkt, wo ich keine Ahnung von habe. Ja. Und wenn es für mich so stimmen würde, würde ich mich darin auch vertiefen und das zu lernen. Aber mir ist es anscheinend nicht gegeben. Ich kriege sofort so einen Kopf. Und dann sage ich nein. Ja, ist okay. So einfach. Ja, so einfach. Ja, genau. Wenn man das sagen kann, nee, es ist einfach nicht für mich passend. Ja. Das Leben ist einfach. Also genau. Etwas so einfach, wie der Verstand es nicht versteht. Weil es zu einfach ist. Genau. Ja. Okay. Ja, dann danke ich dir herzlich, Vanessa. Nein, danke dir.